Hallo Booktube! Heute gibt es meinen kleinen Lesemonat Januar und es wird ein kleiner Lesemonat, denn wie ihr wisst, lese ich nicht so schnell, beziehungsweise ich lese viele Sachen durcheinander, die ich nicht beende und erst später weiterlese und irgendwie beende ich halt nicht so viele Bücher wie andere Booktuber, die immer so einen Stapel dann hochhalten. Ich habe im Januar nur 4 Bücher beendet und davon 2 abgebrochen. Die ersten 2, die ich gelesen habe, das erste war Der Milchkontrolleur. Das habe ich euch auch schon ein paar Mal hochgehalten jetzt in letzter Zeit. Einmal als Neuzugang, einmal unter den Regio-Krimis und es geht um den Milchkontrolleur Hans-Georg Almers, der eine Leiche findet und sein Bruder ist Staatsanwalt in Stade und will diesen Fall aufklären. Und es geht also alles sehr schnell mit diesem Staatsanwalt. Der hat sehr schnell Verdächtige und sehr schnell Theorien, aber ob die sich so als richtig rausstellen, ist eine ganz andere Frage. Und ich fand das sehr schön, denn es ist nicht so actionreich, so zack, 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 sondern es plätschert so vor sich hin und man lernt den Hans-Georg Almers kennen und seine Nachbarn und sein Dorf und die Kühe und seine Arbeit. Aber alles irgendwie so gemütlich und ich konnte mir so richtig vorstellen, wie das da so abgeht in diesem Dorf in Keding und fand das toll. Hat mich sehr gut unterhalten. Hat von mir auf Goodreads, glaube ich, auch 4 Sterne bekommen. Dann habe ich gleich hinterher gelesen Tod eines Milchbauern, das ist die Fortsetzung. Wieder ist Hans-Georg in seinem Dorf zugange, als er eine Leiche findet. Und wieder ist sein Bruder, der Staatsanwalt in Stade ist, sehr schnell dabei, diesen Mord aufklären zu wollen. Und es werden mal wieder Leute verhaftet und ob sie es jetzt waren oder nicht oder überhaupt Motiv haben oder nicht, ist auch wieder eine ganz andere Sache, als wie der Staatsanwalt sich das so vorstellt. Und Hans-Georg ermittelt mal wieder auf eigene Faust und man erfährt wieder was über seine Arbeit und über seine Freunde und die Kühe. Und ja, er hat auch 4 Sterne bekommen. Ich werde diese Reihe auch weiterlesen, weil mir gefällt das sehr gut. Das ist so richtig gemütliche Krimis irgendwie. Das nächste, was ich gelesen habe, war Die Magier seiner Majestät von Zen Cho, auch auf Deutsch. Das habe ich mir in einer Bahnhofsbuchhandlung gekauft, als ich auf den Zug warten musste und mir langweilig war, bin ich da so durchgeschlendert. Und habe das gefunden und mir fiel dieses Cover auf, das ich eben sehr, sehr schön finde. Und Magier, die Magier seiner Majestät, finde ich natürlich ganz toll. Laut Klappentext spielt es in London während der Regency-Ära in einem alternativen historischen London. Und es geht um eben den Hofmagier, der heißt Zacharias Wythe. Ist ein Schwarzer und deswegen von seinen Kollegen etwas ausgestoßen. Die sind also nicht so sicher, ob ein Schwarzer überhaupt ein richtiger Magier sein kann und so. Und er erbt diese Position als Hofmagier und muss sich jetzt damit auseinandersetzen, dass die Magie Englands langsam verschwindet und muss also versuchen, dem entgegenzuwirken und reist dann ins Feenland und ja, und es liegt also das Schicksal Englands, nicht nur Englands Magie, sondern auch Englands überhaupt in seinen Händen. Und ich fand den Klappentext halt ganz toll, habe angefangen, das zu lesen und der Prolog war sehr vielversprechend, den fand ich total super. Aber das erste Kapitel, da ging es dann schon los, dass es irgendwie sich so hinschleppte. Wir sind gleich am Anfang auf so einer Soiree und Lady Tralala und Sir sowieso und
der und der ist gestorben und seine Witwe und dies und wer da Einfluss hat und an wen man sich so ranmachen sollte im Gespräch. Und das war so irgendwie höfisches, upper-class, adeliges Geplänkel. So. Also fand ich überhaupt nicht spannend. Und ich habe gleich im ersten Kapitel schon nach 12, 15 Seiten irgendwie keinen Bock mehr gehabt, das Buch in die Hand zu nehmen. Also jedes Mal, wenn ich das weggelegt habe oder wenn ich das im Zug wieder in die Tasche stecken musste, weil ich aussteigen musste oder sowas, bin ich nicht nach Hause gekommen und habe gedacht, so, jetzt weiterlesen, sondern bin nach Hause gekommen und gedacht, weiterlesen, Also es hat mich einfach nicht gefesselt. Ich war dann ein bisschen enttäuscht, habe dann rumgeguckt bei meinen Freunden, auch in meinem englischen Buchclub, die das gelesen haben, natürlich auf Englisch, Sorcerer to the Crown. Und die haben alle irgendwie geschrieben, ja, ganz nett, aber die Handlung fängt halt erst auf Seite 150 so richtig an. Und vorher ist es halt sehr schleppend und da habe ich gedacht, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich es vielleicht nicht gekauft. Aber ich stand halt in dieser Buchhandlung da und hatte natürlich nichts zur Hand und keine Ahnung. Und ich muss gestehen, ich habe es nicht bis Seite 150 geschafft. Ich habe einfach, das lag hier rum und ich dachte so angelesen und ich dachte immer so, jetzt weiterlesen. Das war so richtig eine Aufgabe und da habe ich immer gedacht, nee, das lasse ich jetzt bleiben. Es wandert noch nicht ins Tauschregal. Ich werde ihm noch mal eine zweite Chance geben, aber nicht in absehbarer Zukunft. Es landet also im Regal bei den angelesenen So-so-lala-vielleicht-Büchern. Außerdem habe ich meiner Meinung nach beendet, eurer Meinung nach abgebrochen, endlich Martin Walsers Tod eines Kritikers. Es geht um den fiktiven Literaturkritiker, wie heißt der denn gleich? André R. König, der natürlich eine fiktive Version von Marcel Reich-Ranicki ist, und den fiktiven Schriftsteller Hans Lach, der, ich vermute mal, eine fiktive Version von Martin Walser selbst ist. Und dieses Buch hat einen Literaturskandal ausgelöst in Deutschland. Jede Zeitung hat darüber, oder jedes Feuilleton hat darüber berichtet. Die Journalisten und Kritiker haben sich um dieses Buch gestritten. Jeder wollte eine Vorabkopie haben. Aber ich bin noch niemandem begegnet, der das Buch tatsächlich gelesen hat. Also so in meinem Umfeld. Und wollte das also unbedingt lesen, habe da sehr lange dran rumgekaut irgendwie, finde das Buch eigentlich brillant. Also es ist so eine triefende Satire, also es ist toll. Mein Problem damit war, dass es überhaupt keine direkte Rede gibt in dem Buch, obwohl der Protagonist, der Ich-Erzähler, mit sehr, sehr vielen Leuten spricht und sie über eben André R. König und Hans Lach ausfragt und deren Beziehung untereinander und was da alles so passiert ist. Und es ist alles nur indirekte Rede. Und wenn dann jemand anders ihm was berichtet, was andere Leute gesagt haben, ist es indirekte Rede in indirekter Rede. Und wenn die dann noch irgendwas berichten, was der andere von jemand anderem gesagt hat, dann sind wir schon dreifach indirekte Rede in indirekter Rede in indirekter Rede. Und ich musste irgendwann, habe ich angefangen, mir Notizen zu machen, wer jetzt eigentlich gerade mit wem über wen spricht und wen zitiert und was erzählt. Also es wurde immer komplizierter und es war so anstrengend. Also wirklich anstrengend. Zwischendurch macht er dann auch so Ausflüge in die Literatur, wo er dann irgendwelche Sachen zitiert oder irgendwelche, ich weiß nicht, Lyrik zitiert, von der ich keine Ahnung habe, wo ich irgendwie denke, okay, muss man das jetzt kennen? Also habe ich jetzt keine Ahnung von Literatur, weil ich das nicht wiedererkenne oder nicht weiß, von wem er da redet. Und es war einfach sehr anstrengend. Und ich habe sehr lange an diesem Buch gekaut. Ich bin
etwa bis zu der Mitte gekommen und werde jetzt nur noch das letzte Kapitel lesen, um rauszufinden, ob der Hans Lach den André L. König jetzt wirklich umgebracht hat oder nicht, weil wissen möchte ich es ja schon, aber ich möchte mich nicht durch nochmal 120 Seiten dieses Schreibstils quälen, weil es war für mich einfach anstrengend. Es lag nicht am Buch, es lag definitiv an mir. Dann sind bei mir zwei Bücher eingezogen, zwei E-Books, und zwar das erste Lumpenroman von Roberto Bolaño. Das lese ich im Februar zusammen mit einem Buchclub, allerdings in englischer Übersetzung. Der englische Titel ist A Little Lumpen Novelita, und es geht um Bianca, die lebt in Rom mit ihrem Bruder. Sie sind beide verwaist, nachdem die Eltern bei einem Autounfall ums Leben gekommen sind. Und der Bruder bringt zwei windige Gestalten mit nach Hause, so Kleinkriminelle irgendwie, die dann bei denen in der Wohnung unterkommen. Und irgendwie ziehen die sich gegenseitig immer weiter runter. Also die haben sowieso, um über die Runden zu kommen, jetzt ohne Eltern und ohne Versorger, irgendwie die schäbigsten Jobs und so, und hacken einen Plan aus. Sie wollen einen Tresor knacken und versuchen also an diesen Besitzer von diesem Tresor irgendwie ranzukommen und den irgendwie aufs Kreuz zu legen. Und das Ganze geht irgendwie nicht so richtig in die Richtung, in die sie das wollen, und mehr weiß ich noch nicht, denn ich werde es erst im Februar mit meinem kleinen Buchclub lesen. Das zweite Buch, das bei mir eingezogen ist, auch als E-Book, ist ein Roman von, ich muss nachgucken, Ryo Murakami. Und ich habe keine deutsche Übersetzung gefunden. Es heißt Popular Hits of the Showa Era und geht um einen Bandenkrieg in Tokio zwischen einer Bande von jugendlichen, jungen Männern, die am liebsten auf der Straße rumhängen und Karaoke singen und rauchen und, ich glaube, durchs Fenster irgendwelche Mädchen beobachten oder so. Und die andere Gang besteht aus älteren Frauen, Geschäftsfrauen, die irgendwie ihr Leben fest im Griff haben und irgendwie ihre Geschäfte fest im Griff haben. Und irgendwie geraten diese beiden Gangs, die ja nun aus sehr, sehr unterschiedlichen Gruppen bestehen, aneinander, und jemand stirbt. Und dann entwickelt sich da so ein Bandenkrieg hin und her. Also es wird, der Mord wird gerecht, und dann kommt halt von der anderen Bande jemand ums Leben und das muss wieder vergolten werden, also es wird wieder Rache geübt, und nach dezimieren die sich gegenseitig, bis zum Schluss, glaube ich, nur noch zwei übrig sind und es einen großen Showdown gibt. Und es ist eine gesellschaftskritische Satire, was auch immer das nun heißt. Aber der Buchclub hatte sich entschieden, von Ryo Murakami was zu lesen, und wir haben unter seinen Romanen eine kleine Abstimmung gehalten, wer was lesen will, und das war der Gewinner. Und das werde ich also auch im Februar lesen. Das war auch schon mein kleiner Lesemonat. Ich habe ja gesagt, er wird klein. Gebt mir ein Däumchen hoch, das würde mich sehr freuen und mir sehr helfen. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr welche von meinen Büchern gelesen habt, und wenn ja, wie sie euch gefallen haben. Mich interessiert natürlich vor allem die beiden E-Books, die ich jetzt als letztes genannt habe, Lumpenroman und Popular Hits of the Showa Era, denn über die beiden weiß ich ja noch nicht viel mehr als nur den Klappentext. Also falls ihr findet, dass die sich lohnen, interessiert mich das natürlich sehr. Und wenn ihr kein Video von mir verpassen wollt, dann klickt auf den Subscribe-Button und die kleine Glocke. Dann verpasst ihr keine Videos von mir. Und ich hoffe, ihr guckt beim nächsten Mal wieder zu. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!